Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich chill hier noch ein bisschen, ne? Ja. In der letzten Folge haben wir zwei Parallelquests gemacht. Einmal mussten wir Freezers Gesöcks hier erledigen und danach mussten wir Freezers Gesöcks erledigen. Wir machen jetzt weiter und zwar bei den... Ach, wir waren... Ja, da war schon 3 Sterne. Und ich merke gerade, hier sind nicht die blauen Fragezeichen, also ja. Soll ich das offscreen oder onscreen machen? So, was haben wir denn hier alles? 3 Völkerbund. Besiege Krillin, Piccolo und Vegeta. Okay, du bist echt ätzend. Kampf an zu Krillin, ja. Nehmen wir das mal. Danach den legendären Super Saiyajin. Was ich übrigens, ich sollte ja für, ja, wir nehmen mal den dann. Freezer? Genio und Freezer, ne? Die Stärke ist sogar ein bisschen unterschiedlich. Jedenfalls, ich sollte auch für Piccolo und Gruppen, weiß ich nicht, Gruppenkapsel, Gruppenenergie-Dingens kaufen. Oder herstellen. Ja, er hat gesagt, ich soll es herstellen, aber ich konnte es auch kaufen, also habe ich es gekauft. Habe ich noch nicht abgegeben, aber, ja. Wie sich herausstellt, ist das ein Ding, was... Verbündete heilt und das ist richtig gut. Also ja, ich will auf jeden Fall dauerhaft in meinem Inventar bleiben. Nur so nebenbei. So, attackenmäßig habe ich glaube ich nichts geändert, oder? Gut gemacht. Ich kümmere mich um den Menschen. Also ich kann jetzt auch meinen Verbündeten heilen. Muss jetzt nicht immer Angst haben, dass die mir wegverrecken. Das ist schon mal gut. Und jetzt kommt Vegeta. Kommt aber deutlich spät. Bams, einfach gegrabt. Verpisst euch! Wow! Naja, die Superenergiewelle. Boah, wie ich manchmal nicht anvisiert kriege, wen ich anvisieren möchte. Okay, Vegeta, du willst auf dem Wasser, okay? Dann prügeln die Saiyajins sich eben untereinander. Na, kommt ja bekannt vor. Auch Mann. Nein. Pff. Voll lächerlich hier. Nein. Nein. Der geht's ganz schön chillig an, habe ich das Gefühl. Pff. Voll zwei Noobs hier irgendwie am Kämpfen, habe ich das Gefühl. Was ist das? Ja, das ist schon stark, ne? Ich mach immer zu spät. Bams. Puff. Irgendwie gibt es noch einen Angriff, womit ich mir die Ausdauer regenerieren kann, aber brauche ich nicht. Irgendwie auf die Backen klopfen oder irgendwie sowas ähnliches. Da ist das doch hier schon viel stylischer. Ich wünsche nur, ich hätte eine andere Aura-Farbe, anstatt so eine blaue. Weiß oder goldene wäre doch besser. Super Saiyajin Aura. Hey, Piccolo ist weg. Ha. Gute Arbeit, Freezer und Genio. Und das war schon. Ne, jetzt kommt noch jemand. Und Ausrüstung haben wir bekommen. Hi. Das ist jetzt awkward. Sehr gut. Ich werde mich die daran gewöhnen. Oh nein, Piccolo steht auf. Du tust dich ja gerade mit Freezer zusammen.
Du auch, Vegeta. Hört auch wieder aufzustehen, Mann. Hilfe, Hilfe! Meine Güte, verarscht mich doch nicht, ey. Ich kann doch nicht immer andauernd aufstehen. Sehr gut. Halten die jetzt mehr aus? Er hat doch vorhin mehr abgezogen. Hilfe! Wo seid ihr anderen? Hallo, ich werde hier auseinandergenommen. Hilfe! Mann, müssen immer alle auf mich hier losgehen. Ja, jetzt können wir. Jetzt sind wir wieder zu zweit, glaube ich. Boah, ich bin schon gleich weg hier. Mann. So, du gehst jetzt erstmal auf was, die Blöde. Ich liebe das so sehr, ne? Schon Vegeta weg. Nein, 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 nein. Oh nein, das war meine Setzseele. War der schon mal weg? Piccolo ist noch da, ne? War ich das? Ich hoffe, ich war das. Hilfe, Hilfe! So. So, jetzt können wir wieder reden. Hier geblieben! Mhm. Hey, hey. Was ist das? Komm schon, komm schon, komm schon! Sehr gut. Wo ist Piccolo, oder? Wahrscheinlich kommt noch jemand danach, ne? Ja, Frieza verwandelt sich in seine finalen Form. Na, kennst du den Move hier? Die greifen hier, ich greif dich. Ultimativer Finisher. Ah, schön. Das war übel. Quest Riesenerfolg, das bedeutet wohl, dass ich alle Dinger hier erledigt habe. Alle optionalen Sachen. Und ich habe ein Level abbekommen. Bams. Kampfanzug, Freezer Saga, Vegeta, Superangriff, Vorschlaghammer. Okay. Muss ich mal gucken, ob ich jetzt alle Ziele erreicht habe. Ich muss schon wieder hier Items einsetzen, wie blöd. Okay, was tun wir denn als nächstes aufleveln? Nein, war hier. Jetzt mal Gesundheit, jetzt tun wir mal ein bisschen anders hier leveln, würde ich sagen. Grundangriff, ja. Ein bisschen intelligenter hier. Sag mal, ja, gucken wir meine Sachen. Ich habe schon lange hier nicht mal geguckt bei meiner Ausrüstung. Ja. Wenn man andere Farben haben möchte. Hier war auch hier Son Gokus Brücke. Sehr schön. Kann ich das färben? Nee, ne? So, machen wir die letzte Parallelquest noch. Warte mal. Ja, hier habe ich jetzt alles. Okay. Und die Dinger grauen aus, glaube ich, weil man die nur einmal haben kann. Also Fähigkeiten kann man nur einmal haben. Deswegen werden die so ausgegraut. So, besiege Son Goku und Krillin. Ja, was? Legendärer Super Saiyajin. Kampfanzug. Super Saiyajin, was? Ich kann Super Saiyajin bekommen? Ja. Aber bitte? Warum nicht? So, nehmen wir das hier. Weiß ich nicht, nehmen wir mal Vegeta. Und ja.
Freezer in seiner Buff-Form. Schön. Legendärer Super Saiyajin. Besiege Son Goku und besiege Son Goku und Krillin. Alle TMTP weg. Freezer ist besiegt. Oh, ich muss Freezer. Den unverwandelten Freezer hier beschützen. Okay, zum Glück habe ich hier Gruppenmeilungssachen. Oh mein Gott, hält der viel aus. Oh, das wird lustig. Freezer erster Form hat als einziger hier schon Schaden. Und er kämpft irgendwo alleine gegen Son Gohan, glaube ich. Weil wir alle drei hier sind. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, da ich von Piccolo gelernt. Hast du was gelernt? Ich bin ein besserer Schüler als du, Son Gohan. Weil ich weiß, wie man ausweichen kann. Ich hoffe, den versteht jemand. Lord Freezer, bleiben Sie einfach an meine Seite. Ich habe den irgendwie getroffen. Okay. Sehr schön. So, jetzt habe ich drei Mitglieder, die werde ich alle schön beschützen. Schauen Sie mir zu. Oha. Los weg. Die da hinten scheinen gute Arbeit zu machen. Die kriegen fast gar keinen Schaden. Also hoffentlich machen die Piccolo fertig gerade. Da war noch alles. Da waren, glaube ich, 5 Leute. Da ist Son Goku und Krillin scheinen am Ende zu kommen. Ich glaube, ich kriege einen Super Saiyajin hier. Ich will mich verwandeln können. Oh ne. Freezer, bleiben Sie schön da. Ach, der ist ja volle Möhre hingegangen jetzt. Finger weg von Freezer. Oh mein Gott. Ja, Vegeta macht Vegeta platt. Jawohl, Piccolo ist weg. Wer hat den Nagat weggekickt? Da habe ich meinen Grundangriff ein bisschen gelevelt. Was macht einen Unterschied? Was ist das? Bin nicht so nah daran, Freezer. Der verreckt doch hier wieder am Ende. Ich sehe ja doch. Meine Güte, wie viel Schaden wir denen jetzt gemacht haben. 29er Combo. Sehr schön. Ja, du Freezer kannst ruhig näher an ihn rangehen, aber nicht der andere. Oh, läuft noch gut. Wir haben noch voll viel AP, ja. Na, wer kommt jetzt? Son Goku? Krillin? Ja, kommst du da hin mit 5 Leuten. Lass mich raten, wir müssen erst Krillin fertig machen, damit er sich in Super Saiyajin verwandelt. Machen wir das mal so. Vielleicht kriege ich ja nach dem Super Saiyajin, wenn ich das so mache. Aha, geh lieber zu One Piece Krillin. Mann. Hoffentlich bringt's das auch. Mann, stellt sich direkt davor. Geh weg. Lass mich. Ja, war so ein Goku, ne? Der blaue Strahl kann ja nur. Okay, Son Goku, du kannst auch ruhig reingefangen werden. So, jetzt. Oder?
Ja. Verwandelt er sich jetzt? Ich hatte nicht mehr genug KP, um dich zu verwandeln, wahrscheinlich. Ja, wie anscheinend nicht. Alten Ausrüstung. Ich habe den wahrscheinlich nicht bekommen, ne? Ich bin ein Saiyajin von der Erde. Psychomove. Ich will Super Saiyajin als Verwandlung haben, hallo? Gibt's doch nicht. Ich will so was von haben, hallo? Machen wir jetzt gleich nochmal. Ich so was von jetzt nochmal machen, hallo? Kann doch nicht alles gewesen sein. Die Siege von Goku und Krillin, ja. Machen wir so was von nochmal. So, dann nochmal. Hat ja wunderbar geklappt eigentlich. Der Truppe. Ich hoffe ja, die haben nicht irgendwie einen Einfluss darauf, ob ich die Belohnung bekomme oder nicht. Ich will die Verwandlung haben, hallo? Ich soll eine verdammte Ausrüstung haben, oder wo immer ich jetzt nochmal bekommen habe, schon wieder längst vergessen. Frieza ist besiegt. Ach. Ah, läuft ja schon mal sehr gut. Alter! Warte, doch schon so Anzeichen irgendwie, dass das geklappt hätte. Weil ich erst Son Goku hier zum Ausrasten gebracht habe. Und der sich dann in Super Saiyan verwandelt. Hat er sogar die gleichen Reden und so geschwungen, aber nichts passiert. Nee, ein bisschen doof. Aber ist Frieza überhaupt nur in der ersten Form, oder eigentlich? Gibt's doch nicht. Ja, vielleicht muss ich auch Frieza mitnehmen in der Verwandlung, in der finalen Form. Weiß man ja nicht. Was? Wie hat mir das bitte schon Schaden gemacht? Hier, so macht man Schaden. Nicht so, was du gemacht hast hier, so eine Ballerina-Tanz. Ich hab Piccolo gelernt, schön, ne? Die haben echt so viel Aushalt, ne? Wenn ich mir so im Budokai und so zurückdenke, wo die Kämpfe ganz schön schnell gehen können. Aber hier halt, hält jeder Gegner irgendwie viel aus. Dabei baller ich schon hier wie blöd auf die einen. Wie? Oh Mann. Wenn ich dann schneide ich einfach hier so rein, wenn ich irgendwie den zum Super Saiyajin gemacht habe und hoffentlich die Belohnung auch bekomme. Oh Gott. War unser Vegeta oder euer Vegeta? Wann? Puff. Ich Wie? Ja, das war euer Vegeta, ne? Mein Gott, Frieza hat noch keinen Schaden bekommen hier. Dafür gibt es keine Belohnung, ernsthaft.
Vielleicht muss ich auch erst Son Goku und dann Krillin fertig machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sehr gut. Ich schleudere ihn in die Energiebälle rein. Gut. Oh, das Structure Disc. War. Ich lade mich mal kurz auf. Mann, ich hab doch getroffen. Ach Mann, bleib doch mal hier. Gibt's doch nicht. Ja, das wird noch ein paar Mal passieren in der Serie, keine Sorge. Wenn du mal unter Druck gerätst oder dich, weiß ich nicht, überschätzt, das wird noch verdammt oft vorkommen. So, ich hab mich mal auf. Brauche ich nicht, okay. Da kommen sie wieder. So, wir machen wieder Krillin als erstes kaputt. Auch wenn er uns sehr schwer macht, das zu erledigen. Vielleicht hat der Son Goku auch zu viel Schaden. Macht ja auch keinen Sinn, sich irgendwie voll spät im Super Saiyan zu verwandeln. Ah, Son Goku. Komm doch nicht dazwischen. Oh, ist das Spiel wieder am Lecken. Komm, Krillin. Muss leider sterben, damit Son Goku zum Super Saiyajin werden wird. Meine Güte, ich hab's schon wieder heute. Wie sieht's jetzt aus? Son Goku, das war ein echt guter Move. Kann ich auch hier. Anscheinend schon. Verwandelt sich immer noch nicht. Aua. Ja, mal gucken. Vielleicht nach dem Kampf hier. Hoffentlich. Boah, war schon fast wieder wie damals. Kamehameha gegen Galekyo. Ich glaube, da wird wieder nichts, oder? Das ist so ein Gefühl. War jemand mit euren Kack? Guck, guck, Vibes. Und wie geht der Audi nach? Ma, ich habe schon wieder nicht bekommen. Was ist denn das? Hm. Ja, Levelaufstieg schon wieder. Ich habe gar nichts bekommen. Was ist das denn? Würde ich da wahrscheinlich offscreen machen. Ja, nehme ich auch mal an, ne? Weil ich will Super Saiyan haben, hallo? Außerdem werde ich ein bisschen Geld brauchen für ja, neuen Klamotten. Ja, klingt das gut. Okay. Jetzt tun wir schon mal ein bisschen komisch leveln. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play. Dreh dich um. Dragon Ball Xenoverse, hör auf, da hinzugucken. Und ja. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.